Hallo Leute und willkommen hier bei Mir Uppercut. Hier auf meinem Regal steht schon ein echt cooler X-Wing. Den habe ich bereits hier im Kanal gebaut und unten drunter denke ich mir, da passt doch bestens noch ein TIE Fighter oder gleich ein Advanced TIE Fighter drunter. Und ja, genau das steckt hier drin. Das ist das UCS-Set vom Advanced TIE Fighter, also dem Gerät, mit dem Darth Vader hier unterwegs ist. Und so sieht es dann aus, wenn es hier mit der China-Post unterwegs ist nach Deutschland. Also ein großes, großes Paket. Und wir packen das jetzt heute mal gemeinsam aus, sortieren mal durch und schauen uns die Sache einmal an. So, viele Tüten, eine Bauanleitung und ja, mutig. Nicht einmal das Lepin-Logo wurde überklebt. Das hier ist natürlich mal wieder eine Kopie eines Lego-Sets und das Original-Set stammt aus dem Jahr 2006, war also ein sehr frühes UCS-Set und hatte 1212 Teile. Und Lepin gibt hier an, natürlich wieder ein paar Teile mehr, wo auch immer die stecken sollen. 1242 Teile sollen hier dabei sein. Und ich verlinke euch natürlich alles in der Videobeschreibung, wo ihr das kaufen könnt, sowohl von Lepin als auch von Lego. Denn ja, es gibt das auch noch von Lego hier bei Amazon für schlanke 883 Euro zum Beispiel. Na, das ist doch mal ein Schnapper, oder? Natürlich kann man es auch hier bei Lepin kaufen, kostet so ja 57, 58 Euro. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier mal die Bedienungsanleitung an. Und ich wollte sie eben schon falsch rum machen. Ich dachte, ich kann die so aufblättern, aber nee, sie ist quer gedruckt, aber öffnet sich wie so ein normales Heft. Und auf der Rückseite finden wir einfach nur ein Foto von dem fertigen Modell. Ist schon ein ganz cooles Teil. Ich hoffe, das passt alles schön. Übrigens, die Setnummer hier bei Lepin ist die 05055. So, schauen wir mal rein. Ich erwarte hier keine großen Überraschungen. Oh, hier geht's sofort los. Keine Teileliste, kein Blabla. Direkt erste Seite und Baustep 1. Und das sieht alles vom Druck, ja, sieht gut aus. Einwandfrei, sehr klar, ordentlich gedruckt. Und man sieht aber schon, ich wette, auf der Lego-Anleitung war so viel auf einer Seite nicht los. Haben sie wahrscheinlich alles ein bisschen verkleinert. Oder früher, 2006, ist ja schon eine Weile her, da war das ein bisschen anders noch. Und hier mittendrin liegt das Typenschild, denn wir haben ja hier ein UCS-Set und da haben wir ja immer dieses Schild mit den ganzen Infos, die da noch drauf sind, dass das 9,2 Meter lang ist, 1200 Kilometer pro Stunde schnell fliegen kann in der Atmosphäre ein Pilot und oh, 150 Kilogramm Zuladung, also damit kann man echt noch in den Urlaub fliegen, wie es aussieht. Und dann hier noch die Bewaffnung. Ja, also nettes kleines Schildchen. Anleitung sieht auch gut aus. Wir haben insgesamt 43 Seiten, auf denen hier gebaut wird. Und dann würde ich jetzt mal sagen, packe ich mal die Tütchen hier aus und, ah, ihr wollt bestimmt noch wissen, wie viele das sind. Ich zähle mal schnell durch. Ja, das müssten 27 Tüten sein, wenn ich mich da nicht verzählt habe und irgendwo, genau hier habe ich schon ein besonderes Teil gefunden. Das sieht aus wie entweder die Rückwand oder die Unterseite von der Kuppel, die in der Mitte sitzt. Also das ist schon mal interessant und irgendwo ist ja dann hier auch noch ein bedrucktes Teil mit dem Cockpit. Mal schauen, ob ich das so schnell finde. Jawohl, da ist es schon und der Druck sieht hier so durch die Tüte echt gut aus, sieht sauber aus. Natürlich suboptimal, ist hier wieder eingepackt mit haufenweise anderen Steinen, die da dran schubbern können. Aber das schauen wir uns dann später beim Bauen im Detail an, ob das alles noch gut und schick aussieht oder dann doch unverhältnismäßig stark verkratzt ist. So, aber jetzt sortieren. Oh shit, Leute, ich habe Mist gebaut, ich habe hier alles fleißig sortiert, dachte mir, das ist ja ein altes Lepin-Set, da gibt es auch keine Bauschrittnummerierung und ja, doch, gibt's. Habe ich leider jetzt erst bei den letzten beiden Tüten gesehen, dass hier tatsächlich die Bauschritte drauf geschrieben wurden. So ein Mist. Also, jetzt habe ich mir die Arbeit ein bisschen, ich sag mal, intensiver gemacht, weil ich hier jedes Teil jetzt einzeln raussuchen muss, statt einfach nur hier nach den Bauschritten zu gehen. Aber ist ja egal, das ist Oldschool Lego China bauen, sage ich mal. Hier können wir uns schon mal diese vordere Kuppel anschauen mit dem Druck und der sieht echt ordentlich aus. Also so auf den ersten Blick würde ich sagen, sieht das echt ganz ordentlich aus, ist ein recht sauberer Druck. Natürlich hier die Transparentteile, ja, standardmäßig
verkratzt und verschrammelt, so wie sich das gehört hier, wenn die aus China kommen. Ist klar, ist einfach dem Transport geschuldet. Die werden hier so eine Tüte reingeschmissen mit einem Haufen anderer Steine und dann schubbert sich das halt immer ein bisschen und dann sieht das dementsprechend aus. Ich habe hier nochmal eine Luke gefunden, auch die ist bedruckt. Sieht auch okay aus. Hier haben wir ein bisschen Verschmutzung drauf. Ja, das war wirklich nur Dreck gewesen. Also kein Einschluss. Und hier kann man sehen, der Druck, der ist völlig in Ordnung. Also da hätte ich nichts dran zu mäkeln. Dann haben wir massig von den Teilen hier, die dann später an die Flügel dran kommen. Da haben wir hier so einen ganzen Stapel von und natürlich noch massig andere Platten und schwarz und grau und schwarz und grau und schwarz und grau und schwarz und grau und oh, auch mal ein bisschen rot dazwischen. Also eine ganze Menge Teile. Ich bekomme hier ein bisschen Platznot. Die habe ich mir aber selbst jetzt zuzuschreiben. Egal, ich freue mich trotzdem und wir legen los mit dem Bau. Seite 3, Bauabschnitt Nummer 15. Soweit bin ich gekommen. Wir haben hier schon das Cockpit angefangen zu bauen. Na, komm mal her. Ihr seht, wir haben hier schon die Ausleger nach rechts und nach links. Und ja, die altbekannten Telefonhörer sind auch hier mal wieder als Verzierung verbaut. Und nebendran, das sind, glaube ich, diese Ferngläser. Und hier, dann haben wir einmal zwei Schaltknüppelchen, dann den verstellbaren Stuhl, auf dem dann unser Lord Vader sich dann auch mal, ja, wenn er chillen will, ein bisschen nach hinten lehnen kann. Und auch zwei bedruckte Teile. Und zwar hier diese Zielabfassungen, einmal auf der Seite und einmal eigentlich das gleiche auf der Seite, wobei der Druck sich doch stark unterscheidet. Achtet mal darauf, wie sehr das hier jetzt golden schimmert, nämlich gar nicht so viel. Dafür hier die andere Seite, wow, die hat einen richtig schimmrigen Goldaufdruck. Also die unterscheiden sich da ja von der Druckfarbe her. Ansonsten das Motiv, das ist das gleiche. Sieht soweit alles ganz nett aus. Dann hier die alten Scheibenwischerchen als Steuerknüppel noch verbaut. Und hier lässt sich auch gut bauen mit den Steinen. Also da gibt es noch gar keine Probleme. Lepin typisch. Ich war ja hier gespannt. Das hier ist ja ein etwas älteres Set. Deswegen habe ich auch gar nicht hier mit der Bauschrittnummerierung gerechnet, weil das früher eigentlich gar nicht üblich war bei Lepin. Aber naja, die haben es gut gemacht und ich kann jetzt suchen. Und ja, aber soweit alles gut. Macht Spaß. Lässt sich gut bauen, auch hier nach der Anleitung. Und das ist dann unser aktueller Stand. Und dann geht es jetzt direkt mal weiter. Das ist ja mal eine interessante Befestigung. Die Dinger hier kennt ihr, das sind diese Gelenkunterteile, wo oben dann noch dieser zweinoppige Oberteil drauf kommt und dann kann man das hin und her biegen. Und so wird hier unsere Kuppel befestigt. Denn wir haben hier quasi fest verbaut dieses Oberteil von diesen Gelenkteilen. Und ja, ich habe hier einen schon dran geklippt und dann kann ich den jetzt hier so verstellen und so wird dann hier vorne diese Kuppel auch später auf und zu gemacht werden. Das ist ja mal eine interessante Lösung, habe ich so noch nie gesehen. Ich klippe mal hier eben noch den zweiten schnell ein, dann könnt ihr das hier wunderbar sehen, wie das funktionieren soll. Und dann kommt es auch ja, direkt mal an den Ort und an die Stelle, wo das Teilchen hingehört, nämlich hier so dran. So, was mich jetzt allerdings gerade ein bisschen wundert ist, ja, ich kann es ja so gar nicht mehr aufmachen. Ist das jetzt so gewollt oder soll man die gar nicht aufmachen können? Ich weiß es gerade gar nicht. Also ich mache es einfach mal so, wie es in der Anleitung steht und dann wäre das unser Endergebnis. Heißt, die Kuppel sitzt ordentlich drauf, aber hier das Gelenk, das ist ja, nicht mehr vorhanden. Also man kann die Kuppel so nicht öffnen, aber ja, schaut mal mit hier drauf. Wo habe ich es denn? So wird sie angebracht und so dann hier auf der Unterseite. Ja, ist doch genau so, wie ich es hier gebaut habe. Okay, ich dachte, man könnte die noch aufmachen, aber ich glaube, nee, später kann man hier von oben reinschauen wahrscheinlich, denn wir haben ja noch hier unsere, diese Klappe hier für die Oberseite, die kann man bestimmt aufmachen und dann noch hier bei unserem Darth Vader ja, Pilotenplätzchen mal reinspicken. Ansonsten sieht es jetzt so aus, Freunde, soweit bin ich gekommen. Wir haben also die Kuppel vorne dran, hier oben so ein bisschen noch hochgebaut und schon hier die Abschlussstücke mit den Fliesen gebaut. An der Seite hier abgeschrägt, ja, mit so ein paar Haken dran. Also Haken sind hier ein großes Ding, die sind in jede Richtung gebaut. Zur Seite hin, nach hinten weg, überall Haken. Und auch noch interessant sind hier oben, das sind solche 1x1er Techniksteine, so wie diese 1x2er hier mit dem Loch. Und dann muss immer in dieses Loch
hier so ein kleiner Technikpin reingesteckt werden, so dass wir dort dann eine Noppe haben. Also die Steine gibt es ja mittlerweile auch ganz normal, dass da eine Noppe nach hinten rausgeht. Ich weiß nicht, ob es die 2006 noch nicht gab. Auf jeden Fall wurde sich hier für die Lösung entschieden. Ja, kann man machen. Dann hat man eben schon mal zwei Teile in der Packung statt nur einem Teil. Und hier vorne haben wir schon mal die, ich denke mal, die Laserkanonen jetzt angebaut. Und das Mittelteil nimmt doch merklich an Form jetzt schon an. Hinten ist er noch ganz offen. Und ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter. Was kommt hier als nächstes? Wir sind bei Bauabschnitt 24. Dann wird jetzt hier nochmal gedreht und ja, hinten ein bisschen was Rotes angebracht. Was auch immer das genau werden soll. Und dann kommen wir auch schon hier zur eben gezeigten Klappe. Jo. Und dann ist das Ding fertig. Also eine Sache noch. Ich habe ja gesagt, hier die Tütchen haben eine Bauschrittnummerierung. Ich habe es ja nicht gesehen leider am Anfang. Aber so eine richtige Bauschrittnummerierung findet sich jetzt hier in der Anleitung nicht. Das heißt, hier wäre dann eigentlich, wenn das Teil hier fertig ist, Bauschritt Nummer 2. Steht aber nirgends dabei. Und genauso ist das hier bei allen. Ich habe mal eben flott durchgeblättert. Lasst mal schauen, wo kommt der nächste. Ja, auch hier steht kein Bauabschnitt. Ist kein großes Problem, müsste man halt dann mitzählen. Ich denke, das kriegt noch jeder hin. Dennoch, ja, wollte ich nur mal erwähnt haben. Aber soweit macht es Spaß, sieht gut aus. Und man kann schon sehen, allein das hier, das wird ja das kleine Mittelteilchen werden. Und das wird ein großes, großes Ding. Also wir sind ja jetzt gerade mal... ja, hier in dem Bereich und da kommt ja noch eine ganze Menge zur Seite hin. Ja, wird was, weiter geht's. Tja, und jetzt könnte es passiert sein. Ich brauche 4 von diesen Haken hier und finde hier mal gerade gar keinen mehr, was mich ein bisschen beunruhigt, um ehrlich zu sein. Ich habe ja die ganzen Tellerchen mal ordentlich durchgekramt, das mehrfach, aber bin nicht mehr fündig geworden und auch in meiner Ersatzteilkiste habe ich nur noch einen davon gefunden. Also muss ich jetzt hier echt mal schauen, wie ich hier weiterbauen kann. Natürlich, es wäre möglich, ich habe ja hier noch reichlich Teile drin, dass ich die nur irgendwo übersehen habe. Ich hoffe es mal wirklich, aber aktuell sieht es eben so aus, dass hier mir die Haken fehlen und ja, zum Glück, wie es aussieht, sind das wohl nur Deko-Teile, wo dann hier diese Stangen mitgehalten werden. Wenn wir mal kurz hier weiterschauen. Naja, so richtig Deko, da kommt also doch noch ein bisschen was dran im Nachhinein. Na, ich guck mal, ich baue einfach mal ja, ein bisschen weiter. Vielleicht tauchen die Teile ja noch auf, aber wenn nicht, dann wäre das schon ärgerlich. So, Bauabschnitt Nummer 1, auch wenn er da nicht steht, ist fertig. Und ich habe jetzt hier ein echtes Problem, Freunde. Ich zeige es euch mal. So sieht es aus. Also die Kuppel ist hinten jetzt noch zu und oder ja, die Kapsel ist hinten zu, vorne zu. Hier oben habe ich jetzt auch die Luke drauf, die ich natürlich auch öffnen kann, da es da einen ganz tollen Mechanismus für gibt und man könnte dann dort reinschauen. Aber wir haben jetzt ja, ein kleines Problemchen hier mit unseren Klemmen. Und zwar, wenn ich das Teil hier mal abnehme, dann haben wir hier an der Seite diese kleinen Stäbe, die ja eigentlich mit den Haken gehalten werden, die ich nicht mehr finde. Beziehungsweise ich habe jetzt hier in dem Tellerchen, wo die ganzen Teile von dem Abschnitt drin waren, schon noch Haken gefunden. Aber nur noch diese hier und davon auch gleich 4 Stück. Das heißt, die Teile, ja, ich gehe stark davon aus, die waren verkehrt dabei. Die waren falsch dabei. Und mit denen kann ich eigentlich hier leider ja, nichts anfangen. Von daher erkläre ich mal hier 4 Fehlteile oder 4 falsch gepackte Teile und leider ganz wichtige Teile, denn damit wird hier der hintere Bereich hier an den vorderen dran gemacht, befestigt. Das ist ein besseres Deutsch, denn das kommt dann einmal hier so dran und ja, dann greift das hier so ineinander oder auch nicht. Bling! Ja, da ist mir gerade ein Licht aufgegangen. Da fehlt gar kein Teil. Ich habe hier falsch verbaut, denn das kann ja so gar nicht hier ineinander greifen. Aber wenn ich so schön dranbleiben, wenn ich dann hier so einen Haken hole und die hier, die beiden hier an der Seite und auch die auf der anderen Seite austausche, ja, dann passt das Ganze doch wieder. Ah, meine Güte. Also klarer Baufehler meinerseits. Ich korrigiere das mal schnell und dann schauen wir uns hier das fertige Resultat an. Mann, Mann, Mann.
So, da habe ich mich auch mal direkt bestraft hier für den blöden Baufehler. Ja, ich habe hier eine Zange gebraucht, um hier ein paar Teilchen wieder auseinander zu bekommen. Denn hier waren diese, ja genau wie die roten hier, diese runden 1x1er, die waren hier, da kann man sehen, dazwischen gebaut, zwischen diese Haken. Und ich habe das Teil nicht mehr runterbekommen. Ich habe mir hier fast das Leben genommen. Und dann hat nur noch die Zange geholfen, einmal abgerutscht, eingeklemmt. Jupp, aber jetzt ist alles wieder gut. Ihr seht, so sieht's aus. Alles ist da, wo es hingehört. Hinten ist er schön zugeraten jetzt. Und hier oben ist dann auch die Luke drauf. Alles wunderbar. Und hier ließ es sich jetzt so einklippen, wie sich das gehört. Also das wird nur hier mit den Haken und mit diesen kleinen Schrundstäben gehalten. Das Hinterteil kann also sehr leicht abgenommen werden. Aber ist fest genug, wie es aussieht. Und dann hier oben unsere Luke. Die können wir dann aufmachen und natürlich auch dann mal reingucken hier, wenn das Licht ordentlich wäre. Ja, soweit also Bauabschnitt Nummer 1. Bevor ich mir jetzt hier noch irgendwie mit einer 1x1er Fliese die Pulsadern aufschneide aus Versehen, würde ich sagen, ich mache jetzt hier mal eine Pause und dann geht's mit Bauabschnitt 2 weiter. Aber soweit, ja, hat nichts gefehlt, Gott sei Dank, obwohl ich das anders vermutet habe. Und der Bau ist recht abwechslungsreich. Und hier die ganzen Aufdrucke, die sind nett geraten. Sogar, ja, der hier ist sogar gerade drauf. Die sind öfters ja ein bisschen verdreht. Also, doch, soweit, alles gut hier mit unserem TIE Advanced Fighter von Darth Vader.